Stier, hallihallo, Stier. Diese Woche, was ist das, was ich dir sagen darf in dieser Woche? Bitte denk dran, ich habe eine neue Handynummer, die findet ihr eingeblendet auf meinem YouTube-Kanal, okay? Stier, in dieser Woche wird es unglaublich wichtig sein, auf die Seele zu hören, auf die Gefühle zu hören, auf die Liebe zu hören, ja? Was ist das, was dein Herz dir sagt? Was ist das, was dein Kopf dir sagt? Was ist das, was du verarbeiten darfst? Was ist das, was du verarbeiten wirst? In dieser Woche geht es vor allen Dingen darum, ein bisschen vorsichtig zu sein auf Gefühlsebene. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, du wirst wirklich in einer Befreiung sein, in einer Gott sei gedankt ist das passiert, Gott sei gedankt kommen die Sachen so, boah, Gott sei gedankt habe ich das jetzt gemacht. Und also es das heißt eine gewisse Überzeugung, eine gewisse Dankbarkeit, eine gewisse Zufriedenheit, trotz aller Hindernisse, die emotional vielleicht kommen könnten, werden sich aufzeigen. Viele von euch werdet ihr eine Seelenverbindung herstellen. Andere von euch habt ihr eine Seelenverbindung versucht herzustellen vor 2, 3 Monaten, vielleicht vor 2, 3 Jahren. Und es hat noch keinen Erfolg gebracht. Jetzt ist der Weg geöffnet, um die Seelenverbindung zu hören, zu spüren oder die Liebe noch mehr in deinem Leben zu lassen. Ja? Viel Festlichkeiten, viel Feiern, viel Freude, viel Stabilität, viel anderes Denken kommt in dieser Woche auf unseren Stiergeborenen zu, egal ob du Mann oder Frau bist. Und in dieser Woche heißt es vor allen Dingen, genieße das Leben, genieße die Zeit jetzt, egal welche Konflikte du durchstehen darfst, familiär, beruflich, wie auch immer. Lasse sie ziehen, lasse es schwinden, lasse es passieren. Es ist nicht schlimm, aber in dieser Woche wirst du sehen, wie du eine Veränderung in deinem mentalen Radius erzielen wirst, wie auch Menschen, die sehr starrsinnig waren, auf einmal sehr freundlich sein können, wie auf einmal deine Seele in eine Frequenz kommt, wo alles um dich herum sich transformiert. Das heißt, du wirst auf eine Art und Weise durch eine Handlung, durch einen Wunsch, durch eine Manifestation, die du gemacht hast, die du machen wirst, okay, oder gerade am Machen bist, so einen Erfolg erzielen, dass sich dein ganzes Ambiente verändern wird. Aber es steht und fällt mit deiner Bereitschaft zu erkennen, was brauchst du wirklich. Schreib mich an, ich helfe dir gerne, gerade für eine Notfall-Expresslegung von 30 Minuten, vollkommen ausreichend, um deine Situation für dich definitiv zu klären. Schreib mich an, ich habe nämlich für den Monat März nur noch 2 Termine frei. Bis dahin, alles Liebe. Bye. März? Wir sind im April, ne?